Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zur zweiten Vorlesung in dieser Vorlesung Atomar aufgelöste Oberflächen und Grenzflächen. Wir hatten in der letzten Vorlesung geendet mit der Betrachtung von idealen Oberflächen und dann den realen Oberflächen mit Rekonstruktion und Relaxation. Und da möchte ich noch mal kurz jetzt anschließen. Zunächst zum Begriff der idealen Oberfläche. Diese Folie haben Sie beim letzten Mal schon gesehen. Diese idealen Oberflächen ergeben sich halt daraus, dass man tatsächlich den Festkörperkristall, hier jetzt ein FCC-Kristall, ein kubisch flächenzentrierter Kristall, entlang gewisser Richtungen einfach durchschneidet. Und dann ergeben sich hier, je nachdem, welche kristallographische Richtung man für den Schnitt nimmt, verschiedene Oberflächen, die dann unterschiedliche Symmetrien haben. Manchmal wie hier eine quadratische Einheitszelle, andere Male eine rechteckige oder hier eine hexagonale Einheitszelle. Und hier sind dann die fünf zweidimensionalen Bravais-Gitter, mit denen man diese Oberflächen in ihre Symmetrieeigenschaften einsortiert. Eben hier quadratisch, rechteckig oder hexagonal sah man vorhin auf der anderen Folie. Und beim letzten Mal hatte ich das eben in Beziehung gesetzt zu den 14. Ich betone es noch einmal, da war ein Fehler in der letzten Vorlesung, nicht 13, sondern 14. Dreidimensionalen Bravais-Gitter, da hat man also mehr dieser verschiedenen Symmetrieklassen, weil ja, man einfach im Dreidimensionalen da mehr Möglichkeiten hat, verschiedene Symmetrien zu definieren. Das alles sind aber jetzt die idealen Oberflächen, also das dreidimensionale Kristallgitter mit seiner Symmetrie durchgeschnitten entlang einer gewissen Richtung. Und geendet hatte ich beim letzten Mal damit, schon darauf hinzuweisen, dass eben die reale Oberfläche immer, eigentlich kann man wirklich sagen, immer sich unterscheidet von der idealen Oberfläche, denn es fehlen Bindungen eben an der Oberfläche. Die Bindungen, die im Kristallgitter zu allen Partnern vorhanden sind, sind an der Oberfläche teilweise nicht vorhanden. Und das führt dazu, dass die energetisch günstigste Struktur dann eben nicht die ideale Oberfläche ist, sondern eine, ja, davon abweichende Oberfläche. Und dabei muss man schon zwei Dinge unterscheiden. Die, wenn man so will, mildere Form der Veränderung ist, dass die Symmetrie der Oberfläche erhalten bleibt, hier jetzt mal in diesem zweidimensionalen Schnitt einfach durch diese Gitterkonstante A angedeutet, und dass sich nur Gitterabstände verändern. Also die Symmetrie bleibt gleich, nur einzelne Atompositionen innerhalb der gleichen Symmetrie verändern sich ein wenig entlang der Oberfläche. Davon zu unterscheiden ist dann, wenn man so will, die heftigere Veränderung der Oberfläche, die Rekonstruktion. Da finden dann Strukturveränderungen statt, die auch wirklich die Symmetrie der Oberfläche verändern. Das kann hier so zum Beispiel so eine Gruppenbildung von Atomen an der Oberfläche sein, aber auch hier ist jetzt schon die Gitterkonstante, also die Symmetrie der Oberfläche, hier 2a und nicht mehr a wie bei der idealen Oberfläche. Und noch massiver sind die Veränderungen dann, wenn ich wirklich einen Materialtransport ausführen muss, hier zum Beispiel in Form dieser Missing-Row-Rekonstruktion, wo also, um zu dieser Struktur zu kommen, ausgehend von der idealen Struktur, sich wirklich Atome umlagern müssen. Gut, damit hatte ich geendet beim letzten Mal. Ich habe jetzt nur noch mal knapp 5 Minuten daran angeschlossen. Und jetzt möchte ich weitergehen und ein paar konkretere Beispiele besprechen. Zunächst einmal eine Form der Relaxation, die eigentlich für praktisch alle Metalloberflächen auftritt. Denn fast bei allen Metallen findet man eine Relaxation, bei der die oberste Schicht kontrahiert. Das heißt, die Bindungsabstände der obersten Lage zur
zweiten Lage sind etwas kleiner als dann für die darunter folgenden Lagen hin zum Festkörper. Und wie kann man das verstehen, dass das so recht gleichartig für alle Metalle auftritt? Das lässt sich fast naturgemäßerweise durch das freie Elektronenmodell des Metalls erklären. Im Metall habe ich ja die positiven Rümpfe, hier angedeutet durch diese schwarzen Punkte. Und zwischen diesen positiven Rümpfen habe ich das freie Elektronengas, also die Elektronen im Leitungsband, die gar nicht konkret zu einem Atom zugehörig sind, sondern hier als freies Elektronengas sich zwischen den Rümpfen befinden und damit auch zur metallischen Bindung beitragen. An der Oberfläche ist es nun so, dass dieses Elektronengas ja auch nicht hart abgeschnitten ist, sondern es hat so einen gewissen Spill-out, also es dringt etwas aus der Oberfläche heraus. Und wenn man sich jetzt das hier anschaut in diesem Querschnitt durch das Metall, dann führt dieses Ausschmieren des Elektronengases, was also nicht so an die einzelnen Elementarzellen gebunden ist, sondern so verschmiert ist, dazu, dass eigentlich immer über den einzelnen Atomrümpfen eine positive Partialladung entsteht und zwischen diesen Atomrümpfen so eine negative Partialladung. Und das führt dann dazu, dass diese positiven Rümpfe halt tendenziell etwas in den Festkörper hineingedrückt werden, dass also die erste Lage etwas nach unten kontrahiert. Und das ist hier mal angegeben für ganz verschiedene Metalle, Silber, Aluminium, Kupfer, Molybdän und auch verschiedene Oberflächen. Also hier sieht man die 110-Oberflächen, 100-Oberflächen, auch mal so eine Oberfläche mit höheren Indizes, die also etwas mehr, ja, wenn man sagen, schief im Festkörper liegt, 311. Und man sieht, man hat eigentlich immer einen Abstand der obersten Lage, der hier so zwischen 0, gibt es auch mal ein Beispiel, und ungefähr etwas mehr als 10% kontrahiert ist. Also dass das so gleichmäßig ist, liegt halt daran, dass das aus dem freien Elektronengas im Metall quasi folgt und damit für die verschiedenen Metalle ähnlich ausschaut. Das schon mal ein Beispiel für eine Relaxation, einfach Kontraktion der obersten Lage. Hier jetzt mal ein Beispiel, etwas, wenn man so will, aufwendiger. Eine Galliumarsenid 110-Oberfläche, auch relaxiert, also nicht rekonstruiert. Nun, Galliumarsenid ist ein Diamantgitter, das heißt, man hat eigentlich ein FCC-Basisgitter mit einer Bravais-Gitter mit einer zweiatomaren Basis darin, eben gerade aus einem Gallium- und einem Arsenatom. Und die 110-Oberfläche jetzt für so ein FCC-Gitter ist, wie man ja auch hier vorne gesehen hatte, die 110-Oberfläche hat so eine rechteckige Einheitszelle. Die sieht man hier also auch, diese rechteckige Einheitszelle des 110-Gitters, jeweils auf der einen Atomsorte. In der Basis habe ich halt hier zusätzlich noch die andere Atomsorte. Wäre jetzt die Oberfläche einfach durchgeschnitten, dann sähe das so aus. Man hätte hier diese Einheitszelle mit der zweiatomaren Basis darin. Und so verbleibt die Oberfläche aber nicht, sondern sie relaxiert. Und das ist jetzt nicht einfach eine Kontraktion der obersten Lage, weil diese oberste Lage hier ja aus zwei verschiedenen Atomen aussieht, aufgebaut ist. Das heißt, die verhalten sich hier auch ein bisschen unterschiedlich. Und deswegen entsteht hier so ein jeweils verkippter Dimer, wenn man so will, an der Oberfläche. Das heißt also, die eine Atomsorte liegt etwas tiefer als die andere und ich kriege hier so einen Bindungswinkel von 27 Grad, wohingegen der hier flach liegt.
Aber das verändert nicht die Größe der Einheitszelle, denn vorher gab es ja da eben auch schon zwei verschiedene Atome. Das eine war halt ein Gallium und das andere war ein Arsenatom. Und jetzt sind halt nur diese beiden Atome etwas anders positioniert. Das heißt also, hier hat man jetzt keine Rekonstruktion, sondern nur eine Relaxation, weil eben die Einheitszelle gleich groß geblieben ist. Und man sieht ja schon, das hat so eine Notation 1 Kreuz 1. Und da werde ich gleich noch was zu sagen. Denn diese Rekonstruktion, wenn ich jetzt also keine Relaxation habe, sondern eine Rekonstruktion, dann habe ich eben eine Überstruktur mit einer anderen Periodizität als die ideale Oberfläche. Und hier sind nochmal verschiedene Überstrukturen genannt. Einmal nochmal das aufgegriffen von dem vorherigen Beispiel. Ich habe mein Atomgitter hier aus all den gleichförmigen Atomen in dem Falle und dann so eine Paarbildung und ich habe hier also jetzt die doppelte Gitterkonstante in dieser Richtung. Ich kann auch eine Überstruktur bekommen dadurch, dass ich Adsorbate habe, also Moleküle, die sich an die Oberfläche anlagern. Das wäre jetzt hier der Fall. Diese dunklen Atome haben sich an die Oberfläche angelagert, nicht an jeder Gitterposition, sondern nur an jeder zweiten. Also habe ich hier auch eine doppelt so große Periodizität auf der Oberfläche. Und hier ist das jetzt etwas aufwendiger. Ich habe jetzt hier ursprünglich diesen Gitterabstand und jetzt hier diesen Gitterabstand B. Und wenn ich B zu A anschaue, dann ist das jetzt in dem Beispiel 4/3. Das heißt, auf 4 Atome hier in diesem Gitter, muss ich jetzt hier selber schauen, 1, 2, 3, 4, kommen dann nur 3 Atome. Von 1, 2, 3, 4 kommen dann 3 Atome von diesem anderen. Sodass also da praktisch auch ein festes Verhältnis von B zu A besteht. Und es kann aber auch sein, dass dieses Verhältnis halt komplett, ja, keine ganze Zahl ist. Dann nennt man das ein inkohärentes Gitter. Hier wären also B zu A irgendein beliebiges Verhältnis. So ein völlig, wenn man so will, willkürliches oder nicht im festen Zahlenverhältnis stehender Part von Adsorbat zu Oberfläche tritt vorzugsweise dann auf, wenn man relativ schwache Wechselwirkungen zwischen diesen Adsorbaten und der Oberfläche hat, weil dann quasi diese Atome nicht in die Oberfläche einrasten, wenn man so will, sondern nur wie so ein Teppich darüber liegen. Später in der Vorlesung werden wir Beispiele sehen für Edelgase auf Oberflächen, bei denen das häufig mal der Fall ist, dass es da nicht so ein ganz festes, einfaches Verhältnis gibt. Gut, also es gibt da verschiedene Verhältnisse von dem ursprünglichen Gitter zu dem rekonstruierten Gitter und wenn man das beschreiben will, und das erste Beispiel war dieses 1 Kreuz 1, was aber trivial ist, da sind einfach beide Gitter in ihrer Periodizität gleich und deswegen eben auch nicht rekonstruiert. Anders wird es halt dann, wenn man eine Rekonstruktion hat und ich wirklich in zwei Dimensionen angeben muss, wie sieht denn diese Rekonstruktion aus, dann brauche ich also dazu eine gewisse Notation und weil die jetzt gleich bei den Beispielen für verschiedene Rekonstruktionen auftauchen werden, erkläre ich zunächst mal diese Notation. Also, ich erkläre es mal anhand des Beispiels eines FCC-Kristalls, hier M, also irgendein Metall, und ich hätte halt hier jetzt die 100-Oberfläche eines FCC-Gitters im Zu Beginn der Vorlesung hat man nochmal geschaut, das gibt dann so eine quadratische Einheitszelle hier in diesen hellen Atomen. Und ich habe jetzt eine Überstruktur hier angedeutet durch solche Adsorbate, die in beiden Richtungen die doppelte Periodizität hat. Also nicht jeder mögliche Gitterplatz hier zwischen den hellen Atomen ist besetzt, sondern nur jeder zweite.
Und deswegen bekomme ich in beiden Richtungen die doppelte Periodizität. Und das notiert man dann so, dass man das Grundgitter hinschreibt, also Metall, Silber, Kupfer, Gold meinetwegen, 100 als Notation für das Grundgitter und 2 Kreuz 2 als Notation, dass die Periodizität in beiden Basisvektoren des Grundgitters doppelt so groß ist. Gut, das kann natürlich noch komplizierter aussehen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier wieder das gleiche Grundgitter habe, 100 mit dieser quadratischen Einheitszelle und jetzt so eine zentrierte 2 Kreuz 2 Überstruktur. Also ich habe jetzt nicht nur den zweiten Gitterplatz, sondern auch noch einmal den Platz in der Mitte besetzt. Und das ist eine Möglichkeit, dies zu notieren, aber ähnlich wie Sie es vielleicht im Festkörper kennen, kann man auch da die primitiven Basisvektoren quasi dieser Überstruktur notieren. Die wären nämlich eigentlich dann hier diese Diagonalen. Und die sind dann halt nicht zweimal so lang wie das Grundgitter, die Gitterkonstante des Grundgitters, sondern Wurzel 2 mal so lang. Deswegen hier Wurzel 2 Kreuz Wurzel 2. Allerdings sind die dann um 45 Grad rotiert. Deswegen muss man noch R 45 Grad dahinter schreiben. Und diese beiden Notationen sind völlig gleichwertig. Beide benennen die gleiche Struktur. Hier betont man ein bisschen mehr die Ausrichtung gegenüber der Grundstruktur mit dieser Zentrierung. Hier betont man mehr die wirkliche Basislänge dieser Überstruktur und halt, dass das um 45 Grad rotiert ist. Das waren jetzt beides Beispiele bezüglich einer 100 Grundstruktur, also solchen rechtwinkligen, gleich langen, quadratischen Basisvektoren. Hier mal ein Beispiel für eine 1-1-1-Struktur als Grundgitter, also diese hexagonale Struktur des Grundgitters. Jetzt hier in dieser Position diese Adsorbat-Atome gelegt. Und wenn man sich das anschaut, dann liegen die halt hier, haben die hier einen Abstand Wurzel 3, Kreuz Wurzel 3. Wir haben auch wieder 60 bzw. 120 Grad im Winkel und sie sind 30 Grad gegenüber den Grundgitter-Basisvektoren rotiert. Und damit hat man halt hier diese Struktur M111 Wurzel 3 Kreuz Wurzel 3 R30 Grad. Gut, das nur zur Notation, damit man weiß, warum die Namen jetzt gleich so aussehen, wie sie aussehen. Und hier jetzt ein Beispiel für eine Rekonstruktion, nämlich Silizium 111, 2 Kreuz 1. Silizium, das Grundgitter ist wie beim Gallium Arsenid ein Diamantgitter, aber beim Gallium Arsenid, ja, also beim Gallium Arsenid sind die Positionen mit unterschiedlichen Atomen besetzt. Beim Silizium sind sie mit gleichen Atomen besetzt, alles mit 111, mit Silizium. Und wenn ich jetzt hier die ideale Oberfläche anschaue, dann sieht die 111-Oberfläche im Diamantgitter so aus. Sie hat halt eine hexagonale Struktur, denn das Grundgitter des Diamantgitters ist ja ein FCC-Gitter, wo nur noch mal eine zweiatomare Basis drin liegt. Und mit dieser zweiatomaren Basis bekommt man halt hier dann so ein Honigwabengitter, wobei diese eine Atomsorte ein bisschen tiefer liegt, diese Atomsorte C. Und praktisch A und C zum Beispiel ist diese zweiatomare Basis. Nun, und A' und B, das sind quasi die Atome in dieser obersten Lage, die sich hier auf so einer hexagonalen Oberfläche dann anordnen als 111-Oberfläche im FCC-Bravais-Gitter. Nun, das wäre die ideale Oberfläche und tatsächlich hat man aber beobachtet, dass im Beugungsbild, das werden Sie später in der Vorlesung sehen, da sieht man das ganz klar, dass die Oberfläche eben rekonstruiert ist, dass in einer Richtung die zweifache Periodizität
auftaucht. Und wie kann man das erklären? Nun, das kann man so erklären, dass halt die Lagen nicht so bleiben. Es gab auch mal ein Modell, wo man nur so eine Relaxation vorgeschlagen hatte, wo also nur so Atompositionen sich hier verändert haben. Aber die tatsächlich vorliegende Oberfläche ist die, wo sich also zwei Atome hier wirklich zu solchen Ketten strukturieren. Das heißt, man hat hier diese Pi-gebundenen Ketten. Und man sieht schon, die sind in dieser Richtung jetzt hier in der doppelten Periodizität. Und deswegen ist das also hier eine 2-Kreuz-1-Oberfläche dieser Silizium-111-Oberfläche, weil praktisch gegenüber dieser ursprünglichen Struktur hier jetzt die zweifache Periodizität vorliegt. Gut, ich gehe mal weiter. Und das waren also so verschiedene Rekonstruktionen von Oberflächen. Und ich will jetzt noch darauf eingehen, dass das aber immer noch ein bisschen ein idealisiertes Bild ist. Wir haben zwar jetzt schon die reale Oberfläche in dem Sinne, dass wir nicht einfach den durchgeschnittenen Festkörper haben, sondern die eigentlich energetisch günstigste Struktur durch Relaxation oder Rekonstruktion. Und das ist aber noch nicht alles. Es gibt immer auf Oberflächen auch Defekte. Naturgemäß, wenn ich nicht bei ganz tiefen Temperaturen bin, weil, wie zu Beginn angedeutet, dann eigentlich immer eine gewisse Dynamik auch in der Oberfläche vorliegt. Atome diffundieren, Atome desorbieren, verlassen die Oberfläche, adsorbieren, kommen wieder auf die Oberfläche drauf. Das heißt, das Ganze ist nicht ein statisches Gebilde. Aber selbst bei tiefen Temperaturen bleibt eigentlich immer eine gewisse Unordnung in der Oberfläche vorhanden. Das kann man sogar quasi thermodynamisch begründen, denn eine vollkommen geordnete Oberfläche hätte ja dann quasi gar keine Entropie mehr. Und das wäre aus thermodynamischen Gründen ein sehr extremer Zustand. Deswegen ist da immer eine gewisse Unordnung in der Oberfläche vorhanden. Nun, wie sieht so eine Unordnung aus? Hier sind so ein paar dieser Möglichkeiten angedeutet. Ich habe also solche Stufenkanten zwischen verschiedenen Terrassen. Das ist natürlich der Fall, wenn die Oberfläche nicht ganz perfekt orientiert ist, wenn ich zum Beispiel meinen Kristall nicht ganz perfekt ausgerichtet habe. Aber selbst wenn er makroskopisch perfekt ausgerichtet ist, ist er eigentlich immer so ein bisschen wellig und es geht über, ja, so mesoskopische Skalen, würde man sagen, über etliche Atomabstände geht es vielleicht mal ein bisschen hoch und danach wieder ein bisschen runter. Und man hat also dann auf jeden Fall einige Stufenkanten auf der Oberfläche. Und diese Terrassen zwischen den Stufenkanten beinhalten dann nochmal Punktdefekte. Das können solche Fehlstellen sein, wo also ein Atom fehlt. Es können auch Adatome sein, wo also ein Atom zusätzlich auf der Terrasse sich befindet. Die Stufenkanten selber sind auch nicht völlig gerade. Da kann es also auch Adatome an der Stufenkante geben, die meinetwegen da auch hin diffundiert sind. Und es gibt auch solche sogenannten Kinks, wo also die Stufenkante selber so ein Atom vor- oder zurückgeht. Da ist eigentlich, gibt es gar keinen schönen deutschen Begriff dafür, denn der deutsche Begriff für Kink heißt irgendwie Halbkristalllage. Und wenn der deutsche Begriff irgendwie mehr als fünfmal länger wird als der englische Begriff, dann wird er meistens nicht benutzt. Deswegen wird man da auch im Deutschen meistens Kink zu sagen. Also solche Defekte sieht man eigentlich immer auf den Oberflächen. Später im Rastertunnelmikroskop wird man sehen, sowas ist immer irgendwo vorhanden. Nicht nur auf Oberflächen entstehen Defekte oder bestehen Defekte, sondern auch in Grenzflächen bestehen Defekte. Also naturgemäß, wenn ich zwei verschiedene Substanzen habe, da komme ich aber gleich erst zu, aber auch wenn ich
ein Kristall, eben nicht einen perfekten Einkristall, sondern wenn man so will, einen Polykristall habe aus der gleichen Atomsorte, dann gibt es zwischen einzelnen Kristalliten Defekte. Und tatsächlich ist ein Metall zum Beispiel, wie man es im Alltag verwendet, wenn Sie irgendeinen Metallgegenstand haben, der ist ja normalerweise kein Einkristall, sondern der ist ein Polykristall. Der besteht aus vielen kleinen Kristalliten, die sind so einige Mikrometer groß. Das ist eigentlich auch so ein reales Metall, ist nicht irgendwie amorph, sondern es hat schon eine kristalline Struktur, aber es hat kleine Kristallite. Das sieht man ganz gut, wenn man so ein reales Werkstück aus Metall poliert und dann anätzt, dann sieht man diese kleinen Kristallite. Und zwischen diesen Kristalliten befinden sich halt Grenzflächen. Und die entstehen zum Beispiel dadurch, dass die Kristallite gegeneinander geneigt sind, hier so einen Winkel beinhalten. Hier im Querschnitt angedeutet, also hier der eine Kristallit, hier der andere. Und dann entstehen an der Grenzfläche hier solche Liniendefekte, ja, senkrecht zu diesem Tiltwinkel. Und die haben halt dann auch einen gewissen Abstand, je nachdem, wie groß dieser Tiltwinkel ist. Wenn die beiden Kristallite gegeneinander verdreht sind, dann gibt es hier so ein Netzwerk von Defekten in dieser Ebene. Und das Ganze könnte natürlich auch noch so ein bisschen kombiniert sein. Kurz am Rande erwähnt, das geht jetzt schon so ein bisschen weg von dieser Einkristallphysik, also von der Grundlagenforschung mehr wirklich hin zu realer Werkstoffkunde, dass so ein Metall tatsächlich gut verformbar ist, liegt eigentlich daran, dass es diese Defekte in so einem Metall aus vielen Kristalliten gibt. Denn wenn Sie ein Metallstück verbiegen, dann ist es nicht so, dass Sie bei dem Verbiegen, ja, oder ganze Ebenen in dem Metall auftrennen. Dazu bräuchten Sie viel zu viel Energie, dann wäre das gar nicht so leicht verformbar, sondern es ist so, dass Sie dieses Netzwerk aus Defekten zwischen den Kristalliten quasi hin und her schieben. Und das ist halt wesentlich einfacher als komplette Bindungen hier aufzubrechen. Und also wegen diesen Defekten ist eigentlich so ein normales Metall überhaupt so verformbar, wenn es denn, ja, gibt ja viele Metalle, die ganz gut verformbar sind. Beim Schmieden oder so verwendet man das ja auch. Das also für Defekte in einer Substanz zwischen Kristalliten. Hier unten jetzt noch gezeigt, Defekte an der Grenzfläche zwischen zwei verschiedenen Substanzen. Das wäre dieses Beispiel, was zu Beginn gezeigt wurde. Ein anderer Stoff wächst als dünner Film auf einem Grundsubstrat auf. Dann hat man naturgemäß eine andere Gitterkonstante zwischen diesen beiden Substanzen, zwischen diesen beiden Materialien. Und man könnte sich jetzt vorstellen, dass sich das hier irgendwie so die Bindung ja schon Atom für Atom aufbauen, aber man sieht, dann gibt es natürlich eine extrem große Verzerrung und die wird ja eigentlich immer größer. Und die baut sich dann halt ab, dadurch, dass in regelmäßigen Abständen hier auch Defekte in die Grenzfläche eingebaut werden. Das kann letztendlich sowas sein wie eine ganz regelmäßige Überstruktur, aber auch wenn das nur so grob strukturiert ist, dann hat man halt hier diese Grenzfläche mit diesen verschiedenen Defekten. Gut, das also jetzt so ein bisschen weg vom idealisierten Einkristall, um den es in der weiteren Vorlesung immer ein bisschen gehen wird, sondern mehr hin zu diesen realen Vorgängen, Defekten und hier Grenzflächen mit ihren inneren Defekten. Gut, das war praktisch das Kapitel zur Struktur von Oberflächen. Welche Abweichungen zur idealen Struktur gibt es und wie sieht die Notation da aus? Das ist auch ein bisschen notwendig, dass man später einfach dann die Beispiele
versteht und die Benennung der verschiedenen Beispiele versteht, die dann kommen werden. Den Rest der heutigen Vorlesung will ich jetzt auf ein neues Thema eingehen, nämlich auf ein mehr technisches Thema. Es geht in dieser Vorlesung ja auch recht viel um experimentelle Technik. Und das ist das Thema, warum braucht man Ultrahochvakuum für die Untersuchung von Oberflächen? Was ist das überhaupt, Ultrahochvakuum? Und letztendlich die technische Frage, wie stellt man denn so ein Ultrahochvakuum her? Ja, Ultrahochvakuum sagt ja schon vom Namen her eben ein sehr hohes Vakuum. In der Begrifflichkeit baut sich sowas immer sukzessive auf. Zuerst sagt man, man hat ein Vakuum, dann wird man technisch besser, dann sagt man irgendwann, es gibt auch ein Hochvakuum. Dann wird man technisch noch besser, dann sagt man, es gibt ein Ultrahochvakuum und in manchen Definitionen findet man jetzt auch schon so ein XHV, das ist dann, wenn es noch besser ist als Ultrahochvakuum. Aber ich werde Ihnen auch jetzt eigentlich nahelegen, dass dieser Begriff Ultrahochvakuum jetzt nicht nur so ein Begriff aus dem Werbeprospekt ist, das ist besonders gut, sondern dass es das auch physikalisch ja begründen lässt. Warum Ultrahochvakuum? Warum braucht man das zur Untersuchung von sauberen Oberflächen? Nun, dazu kann man sich anschauen, ein bisschen das Gas, und ich verwende hier jetzt eigentlich immer ein einfaches Modell, so des idealen Gases, das sich über einer Oberfläche befindet. Eben wenn zum Beispiel meine Oberfläche einfach im Labor an Luft herumliegt, wie viel Gasteilchen treffen denn dann pro Zeiteinheit Delta T und Flächeneinheit Delta A auf die Oberfläche auf? Ich nenne jetzt immer im Folgenden zuerst das Ergebnis und mache das dann plausibel mit einem stark vereinfachten Modell. Da kommt dann immer so grob das richtige Ergebnis raus, nur meistens ein Faktor ja nahe der Größenordnung 1 falsch, weil man einige Näherungen gemacht hat. Und dann erkläre ich die Bedeutung davon. Also das Ergebnis, was sich im idealen Gas ergibt, ist, ist die Anzahl der Moleküle Delta N, die pro Fläche Delta A und Zeiteinheit Delta T auf eine Oberfläche treffen, ein Viertel N, N als Dichte der Atome im Gas, also Atome pro Volumen, mal mittlere Geschwindigkeit der Gasatome oder Moleküle ist. Nun, wie kann man sich diesen Ausdruck, der so aus der Physik des idealen Gases folgt, plausibel machen? Da kann man das Modell nehmen, das man vielleicht mit 6 Richtungen bezeichnen kann. Klingt so ein bisschen nach einem chinesischen Restaurant mit den 12 Köstlichkeiten, aber es ist hier 6 Richtungen. Man schaut sich an, ein kleines Volumenelement in einem Gas, praktisch über so der Oberfläche hier mit diesem Flächenelement Delta A. Und aus diesem Volumen des Gases kommen jetzt Atome auf die Oberfläche. Und im Mittel haben diese Atome diese Geschwindigkeit V Mittel. Das heißt, der Bereich, aus denen Atome prinzipiell die Oberfläche erreichen könnten in der Zeiteinheit Delta T, das wäre hier so eine Schicht V Mittel mal Delta T über dieser Oberfläche. Diese Atome können überhaupt prinzipiell die Oberfläche erreichen, allerdings natürlich nur, wenn sie in der richtigen Richtung fliegen. Und eigentlich müsste man jetzt hier wirklich über alle Winkel auf integrieren, welcher Bruchteil der Atome, die in einer gewissen Richtung fliegen, erreicht denn die Oberfläche. Und das vereinfacht man jetzt ganz grob.
indem man sich vorstellt, die Atome sind so ein bisschen digital, die können also nur entweder nach oben fliegen oder nach unten oder nach vorne oder nach hinten oder nach links oder nach rechts. Also so wie früher in den alten Computerspielen, wo man nur drei Knöpfe hatte oder so für die verschiedenen Richtungen. Und wenn diese sechs Möglichkeiten bestehen, dann ist halt nur eine der Möglichkeiten tatsächlich erfolgreich. Nur die Richtung, die wirklich auf die Oberfläche hinzugeht, trifft die Oberfläche. Ja, wie viele Atome würden in diesem seltsamen Gas, wo wir nur in sechs Richtungen fliegen, die Oberfläche erreichen? Nun, ich hätte dieses Volumen, aus dem die Gasmoleküle kommen. Das Volumen ist in der Größe V Mittel mal Delta T, das ist die Dicke, mal Delta A, also mal die Fläche. Die Anzahl der Moleküle, die sich darin befinden, ist halt das Volumen multipliziert mit der Dichte N, also Anzahl von Atomen pro Volumen. Und jetzt eben diese Zahl ein Sechstel aus den verschiedenen Richtungen, das ist das ein Sechstel, was die richtige Richtung hat. Ja, man sieht, es ist gar nicht so falsch, wenn man jetzt exakt integriert, indem man verschiedene Richtungen nimmt und auch tatsächlich die verschiedenen Geschwindigkeiten dann dazu nimmt, dann ergibt sich hier ein Viertel. Und angemerkt sei noch, was hier eingeht, ist tatsächlich die mittlere Geschwindigkeit. Die drückt sich aus im idealen Gas als Wurzel aus 8kT durch Pi mal m. Das, was Sie meistens natürlich kennen, weil es zum Beispiel in die Temperatur eines idealen Gases eingeht, ist die mittlere quadratische Geschwindigkeit oder die Wurzel aus der mittleren quadratischen Geschwindigkeit. Die sieht ein wenig anders aus. Die ist Wurzel aus 3kT durch m. Und man sieht allerdings, das ist nicht sehr unterschiedlich, wenn ich hier, wie man das ja dann häufig macht, Pi zu 3 nähere und aus der 8 eine 9 mache, dann bin ich ja schon bei dem Ausdruck. Aber eben, es ist ein leichter Unterschied. Das liegt halt daran, dass die Gasmoleküle ja eine Geschwindigkeitsverteilung haben. Und da macht es durchaus einen Unterschied, ob ich hier die Wurzel aus der mittleren quadratischen Geschwindigkeit oder eben die mittlere Geschwindigkeit nehmen. Gut, nachdem ich das jetzt so ein bisschen plausibel gemacht habe, wird jetzt immer mal Zahlen eingesetzt. Und zwar geht man hierbei nicht oder arbeitet man hierbei in der praktischen Arbeit im Labor eigentlich nicht mit der Dichte der Atome im Gas, also mit dieser Anzahl von Atomen pro Volumen, sondern man arbeitet eigentlich immer mit dem Begriff des Drucks. Obwohl der im Ultrahochvakuum, wie Sie später sehen werden, eigentlich gar keinen so großen Sinn mehr macht, weil Druck ist ja definiert als Kraft pro Fläche und man kann sich schon vorstellen, wenn da nur noch ganz wenige Atome unterwegs sind, dann ist eigentlich da kaum noch eine Kraft zu messen. Aber man kann natürlich den Druck schon genauso weiter definieren, nämlich aus hier dem Modell des idealen Gases P gleich nKT. Und wenn ich dann hier diesen Ausdruck hernehme, Delta N durch Delta A durch Delta T ist ein Viertel N mal mittlere Geschwindigkeit, das war dieses V-Mittel. Dann kann ich jetzt hier das ein bisschen umschreiben, also einmal kt hier herausziehen, dann habe ich hier dieses nkt vom Druck stehen und dann kommt hier in der Wurzel entsprechend ein kt in den Nenner. Das heißt, wenn ich das jetzt aufschreibe, ist dieser Ausdruck Anzahl von Atomen pro Fläche und Zeiteinheit Druck durch Wurzel aus 2pi mkt. Das hier ist p. Und wenn ich dann dieses ein Viertel hier noch reinziehe, dann steht da genau dieser Ausdruck. Ja, und wenn ich, also was man jetzt sieht, ist, die Anzahl der Moleküle, die dann auf die Oberfläche treffen in einer gewissen Zeiteinheit, ist proportional zum Druck und etwas temperaturabhängig mit 1 durch Wurzel aus der Temperatur.
Das Zahlenbeispiel, was man sich jetzt hier anschaut, ist dann aber für Raumtemperatur formuliert. Als Masse ist mal die Masse eines Stickstoffmoleküls angesetzt. Raumtemperatur als T. Die Boltzmann-Konstante ist klar, die ist fixiert. Und als Druck nehme ich jetzt hier mal eine Größe 10 hoch minus 6 Millibar. Das ist ein Druck, wie Sie gleich sehen werden, der ist noch oberhalb des Ultrahochvakuumbereiches und befindet sich irgendwo so in der Mitte zwischen einem schlechteren Vakuum und einem sehr guten Vakuum. Und deswegen werden ganz gerne an diesem Druckwert die so ein paar Faustregeln festgemacht. Nun, hier steht jetzt eine Einheit, die Sie eher aus dem Wetterbericht kennen als aus der Physikvorlesung vielleicht, Millibar. Millibar sind halt auch Hektopascal, also 100 Pascal sind ein Millibar. Das heißt, der Druck von 10 hoch minus 6 Millibar wären 10 hoch minus 4 Pascal. Allerdings ist tatsächlich auf den meisten Druckmessgeräten, die man so in den Laboren verwendet, immer noch Millibar ganz gerne verwendet, sodass ich jetzt auch im Weiteren häufiger bei, ja, technischen Beschreibungen immer von dieser Größe Millibar sprechen werden und nicht so sehr von der Basiseinheit Pascal. Wenn ich das alles einsetze, dann kann man sich mal kurz klar machen, wenn man allein schon hier die verschiedenen Exponenten so ein bisschen durcheinander rechnet, also entsprechend verrechnet, komme ich auf 3 mal 10 hoch 18 Atome oder Moleküle pro Quadratmeter pro Sekunde. Und auch da geht man dann gerne von dem Quadratmeter weg und zu einem Quadratzentimeter, weil das ja auch so eine typische Probengröße vielleicht ist, 3 mal 10 hoch 14 Atome pro Quadratzentimeter und pro Sekunde. Nun, das ist jetzt erstmal so eine Zahl, unter der man sich nicht viel vorstellen kann. Dann geht man mal dazu über, das in Verhältnis zu setzen zu einer Monolage, also einer dicht gepackten Lage Atome auf der Oberfläche. Typische Abstände von Atomen auf so einer Oberfläche sind irgendwie so 2 bis 3 Angströme. Und also 2 bis 3 mal 10 hoch minus 10 Meter oder 2 bis 3 mal 10 hoch minus 8 Zentimeter. Und wenn man das dann quadriert, kommt man ungefähr auf 10 hoch 15 pro Quadratzentimeter. Das ist also auch schon so eine Zahl, die man sich mal als Faustregel im Kopf behalten kann. Eine Monolage sind von der Größenordnung her 10 hoch 15 Atome pro Quadratzentimeter. Und wir hatten vorhin ausgerechnet, dass eben bei 10 hoch minus 6 Millibar 3 mal 10 hoch 14 Atome pro Quadratzentimeter und pro Sekunde auf die Oberfläche treffen. Nun geht es hier nur so um Größenordnung. Bindungsabstände sind ja auch nicht unbedingt 2 oder 3 Angströme, sondern können auch mal was größer oder was kleiner sein. Das heißt, man kann eigentlich grob formulieren, 10 hoch minus 6 Millibar, dieser Druck, entspricht einer Monolage pro Sekunde, die auf der Oberfläche adsorbiert. Also da haben wir jetzt diesen Faktor 3 hier zu einer 10 gemacht und dann hat man diese eine Monolage pro Sekunde bei 10 hoch minus 6 Millibar. Das ist sozusagen die erste Faustregel, die wir uns heute schon mal merken. Und damit kann man schon begründen, diese erste Fragestellung. Warum brauche ich Ultrahochvakuum und eigentlich auch schon, was ist denn Ultrahochvakuum? Denn das bedeutet, 10 hoch minus 6 Millibar wären ein schlechter Druck, um Oberflächen zu untersuchen. Denn wenn jedes Atom auf der Oberfläche haftet, und das ist entweder bei recht reaktiven Atomen oder bei tiefen Temperaturen so ungefähr der Fall, dann wäre nach einer Sekunde meine Oberfläche, wenn man so will, komplett verschmutzt mit diesen Gasmolekülen. Also ich hätte gar keine Zeit, irgendwas Vernünftiges auf einer sauberen Oberfläche zu messen. Um zumindest eine Zeit von 3 Stunden zu haben, was dann so ungefähr 10 hoch 4 Sekunden sind,
muss ich halt nicht 10 hoch minus 6 Millibar haben, sondern, weil diese Rate proportional zum Druck ist, 10 hoch minus 10 Millibar. Dann hätte ich selbst bei reaktiven Oberflächen mit den Adsorbaten oder bei tiefen Temperaturen so in der Größenordnung 3 Stunden Zeit, um die Oberfläche komplett zu verschmutzen oder eben zumindest eine realistische Zeit, um auf der Oberfläche etwas zu messen, bevor sie signifikant verschmutzt. Wobei man sagen muss, diese Annahme, dass wirklich jedes Molekül auf der Oberfläche haftet, ist auch wirklich der Worst Case. Normalerweise ist das wesentlich wesentlich weniger, wenn man nicht gerade bei tiefen Temperaturen mit reaktiven Gasen arbeitet. Ja, das war quasi der erste Aspekt des Ultrahochvakuums. Jetzt komme ich zum zweiten Aspekt nochmal etwas vertiefter. Die Frage, was ist? Also was ist, war jetzt eigentlich erstmal definiert, welchen Druck hat denn Ultrahochvakuum? Worauf ich jetzt aber nochmal eingehen will bei dieser Fragestellung, was ist, ist, wie unterscheidet sich dieses Ultrahochvakuum auch so etwas von dem Gas, was wir vielleicht anschaulich im Kopf haben, wenn wir an ein Gas unter Normaldruck denken? Denn da gibt es signifikante Unterschiede. Und einer der wesentlichen signifikanten Unterschiede ist in der mittleren freien Weglänge der Gasmoleküle begründet. Auch wieder ausgehend vom idealen Gas ist die mittlere freie Weglänge in so einem Gas 1 durch Wurzel 2 mal Dichte der Gasmoleküle mal Sigma, dem Stoßquerschnitt zwischen zwei Gasmolekülen. Und das ist wieder das exakte Ergebnis. Ich mache wieder ein ganz vereinfachtes Modell, das plausibel macht, warum der Zahlenwert so aussieht. Nun, dazu schaue ich mir hier ein Gas an, angedeutet durch diese Punkte hier, und lasse eines dieser Gasatome oder Moleküle das durchqueren. Und beim Stoß zwischen zwei dieser Gasatome herrscht dann dieser Stoßquerschnitt Sigma. Das heißt, wenn dieses eine Atom jetzt hier durchfliegt, dann stößt es quasi mit allen Atomen, die sich in diesem Volumen befinden, der Länge Delta L, wenn es so weit fliegt, mal diesem Stoßquerschnitt Sigma. Und das ist das Volumen. Und wie viele Atome sind jetzt da drin, mit denen gestoßen wird? Das ist dann dieses Volumen mal der Dichte, also der Moleküle pro Volumen. Das wäre die Anzahl der Stöße, die so ein Atom macht, wenn es diese Strecke Delta L fliegt. Und die mittlere freie Weglänge wäre natürlich dann dieses Delta L dividiert durch die Anzahl der Stöße, also Delta L durch N mal Sigma mal Delta N, also 1 durch N Sigma. Und man sieht schon, das ist ungefähr das richtige Ergebnis. Es ist wieder ein leichter Unterschied. Hier steht noch ein 1 durch Wurzel 2 im Nenner. Und der wesentliche Grund dafür ist, dass hier ja angenommen wurde, alle anderen Atome stehen still und nur das eine hier bewegt sich da quer durch. Das ist ja nicht der Fall. Die anderen bewegen sich ja auch. Und deswegen sieht also hier das etwas anders aus, wenn man es realistisch betrachtet. Man hat dann hier diesen Faktor 1,4 irgendwas noch im Nenner stehen. Aber so grob stimmt es. Nun, ich nehme aber wieder den exakten Ausdruck, um dann mit Zahlenwerten wieder für diesen Druck 10 hoch minus 6 Millibar, 10 hoch minus 4 Pascal, eine mittlere freie Weglänge auszurechnen. Ein Stoßquerschnitt jetzt wieder für Stickstoff als Hauptbestandteil von so normaler Luft wäre 4,4 mal 10 hoch 19 Quadratmeter. Man sieht, das ist so in etwa Bindungsabstand zum Quadrat. Das ist also auch ganz plausibel. Temperatur 300 Kelvin. Und hier übrigens, das habe ich vergessen zu sagen, ist auch wieder umgerechnet worden, dass N, die Gasdichte,
ist umgerechnet worden in P durch KT als ideales Gas, um wieder diesen Laborwert, sage ich mal, Druck hier ins Spiel zu bringen und nicht mit der Dichte zu arbeiten. Nun, was bekomme ich heraus für diesen mittleren Druck, wenn man so will, 10 hoch minus 6 Millibar, bekomme ich eine mittlere freie Weglänge von 70 Metern. Und das ist also eine sehr große Weglänge schon, 70 Meter, groß gegen das, was wir im Alltagsleben haben. Denn im Alltagsleben haben wir ja nicht 10 hoch minus 6 Millibar, sondern 10 hoch plus 3 Millibar. Das heißt gerade ein Faktor 10 hoch 9 Unterschied. Und da die mittlere freie Weglänge hier 1 durch P als Faktor enthält, sieht man bei einem Druck, beim Gas, bei Normaldruck sind das 70 Nanometer. Das ist also durchaus ein nanoskopischer Abstand und die Gasmoleküle stoßen permanent miteinander. Und deswegen verhält sich halt auch ein Gas unter Normaldruck so, wie wir es kennen, dass zum Beispiel Schallwellen wirklich übertragen werden, weil permanent Moleküle miteinander stoßen und sich so eine Druckdifferenz auch ganz prima ausbreiten kann. Und nachher beim Pumpen wird man auch sehen, da macht es einen Unterschied, wenn man eben solche großen freien Weglängen haben. Und selbst bei diesem relativ schlechten Druck noch hat man halt schon 70 Meter. Die Faustformel wäre jetzt also, wenn man jetzt zu einem UHV-Druck geht von 10 hoch minus 10 Millibar, also nochmal 4 Größenordnung kleiner, dann habe ich halt nicht 70 Meter, sondern eben hier sind das 700.000 Meter, also 700 Kilometer. Das ist also wirklich schon quasi unrealistisch groß. Also innerhalb des Labors, innerhalb so einer Vakuumkammer kann man eigentlich sagen, es gibt praktisch keine Teilchenstöße. Die Moleküle fliegen alle einzeln in der Vakuumkammer herum, stoßen untereinander überhaupt nicht, sondern nur mit den Wänden, mit der Probe, mit irgendetwas in der Kammer. Und das bezeichnet man eben auch als Molekularströmung, weil da praktisch gar keine Stöße mehr stattfinden. Das andere wäre dann so eine viskose Strömung, manchmal wird es bezeichnet. Also, aber hier fliegen im schon relativ moderaten Vakuum quasi die Gasmoleküle, wenn man so will, einsam und allein durch die Vakuumkammer. Und das bedeutet auch ein gewisses Umdenken, nämlich wenn ich daran denke, ich pumpe Gas aus meiner Vakuumkammer, dann kann ich nicht so sehr das Gas quasi als eine sehr dünnflüssige Flüssigkeit denken, sondern ich muss eher denken, dass ich Teilchen einfange, weil untereinander stoßen die ja gar nicht mehr. Das heißt, ich muss jedes Teilchen sozusagen einzeln einfangen oder ich muss auch jedes Teilchen einzeln durch eine Pumpröhre quasi hindurch bekommen, hindurch buxieren, indem es immer wieder mit den Wänden stößt und dort adsorbiert und desorbiert. Und das ist teilweise eben gegensätzlich zur Alltagsanschauung bei 10 hoch 3 Millibar, wo die Gasmoleküle wirklich noch auf sehr kurzer Längenskala miteinander stoßen. Man kann daraus auch wieder so eine Faustregel machen, da lässt man bei den 10 hoch minus 6 Millibar, jetzt macht man die 70 Meter zu 100 Metern und dann hat man die Merkregel bei 10 hoch minus 6 Millibar, hat man eben eine Monolage pro Sekunde, die auf die Oberfläche auftrifft, proportional zum Druck. Also wenn ich jetzt halt 10 hoch minus 10 habe, sind es dann nicht eine Sekunde, sondern irgendwie 3 Stunden. Und die mittlere freie Weglänge ist bei 10 hoch minus 6 Millibar im grob 100 Meter. Entsprechend, wenn ich einen niedrigeren Druck habe, wird es sozusagen noch schlimmer. Oder aber wenn ich einen höheren Druck habe, zum Beispiel eben
nehmen wir mal 10 hoch minus 2 Millibar, dann habe ich hier einen Faktor 10 hoch 4 weniger. Das heißt, ich habe dann nicht mehr 100 Meter, sondern nur noch 10 Zentimeter, wenn ich jetzt das richtig mir klar gemacht habe. Ja. Das heißt also bei 10 hoch minus 2 Millibar, da kommt man dann schon langsam in so typische Gefäßabmessungen hinein. Und das ist natürlich sehr sinnvoll, wenn man Größenordnung abschätzen will, wenn man über Experimente nachdenken will und sich klar machen will, wie sieht dort die Physik, die Vorgänge im Vakuum aus, dann ist es ganz gut, diese beiden Faustregeln im Kopf zu haben. Nun, nach diesen ersten beiden Teilen will ich jetzt so ein bisschen darauf eingehen, wie macht man denn UHV, Ultrahochvakuum. Und dazu zeige ich hier mal so ein Bild einer typischen UHV-Apparatur. Die ist jetzt so ein bisschen reduziert. Die Hauptbestandteile sind hier aufgemalt. Und ich werde die jetzt im Einzelnen durchgehen und jeweils so ein wenig auch technisch dazu sagen, wie sind denn diese verschiedenen Bauteile aufgebaut, wie ist die Funktion, wie nutzt man sie. Also die typische UHV-Apparatur besteht halt aus so einer UHV-Kammer, hier UHV-Vessel. In der Kammer befindet sich natürlich die Probe. Die muss irgendwie manipulierbar sein. Ich habe Flansche, also Anschlüsse, wo ich Experimente, also Untersuchungsverfahren anbringen kann. Und ich brauche natürlich Pumpen, mit denen ich das Vakuum erzeuge. Hier werde ich Ihnen zwei verschiedene Pumpentypen vorstellen, die auch unterschiedliche Eigenschaften haben. Und man braucht zum Teil auch eine Vorpumpe, um diese anderen Pumpen überhaupt betreiben zu können. Dann werde ich noch darauf eingehen, dass man das Ganze ausheizen muss, hier in so einem Bake-out-Ofen oder mit Heizbändern. Und zu guter Letzt will ich Ihnen dann auch noch sagen, dass man natürlich den Druck messen will, um zu sehen, hat man denn überhaupt ein gutes UHV und wie sehen solche Messgeräte aus. Gut, ich gehe zunächst mal auf die Pumpen ein und zwar erstmal auf diese Vorvakuumpumpe. Also ich brauche eine Pumpe, die mir wirklich erstmal das Gas, die Gasmoleküle letztendlich in mein Labor befördert. Und das ist also eine Pumpe, die tatsächlich in diesem Druckbereich so bis 10 hoch minus 2 Millibar typischerweise arbeitet. Gegen die Außenluft, also 10 hoch 3 Millibar. Sie haben schon eine grobe Vorstellung, warum da 10 hoch minus 2 Millibar steht. Denn 10 hoch minus 2 Millibar ist so der Bereich, wo dann die Molekularströmung einsetzt, wo also nicht mehr ein Pumpen in dem Sinne von so Gas als Flüssigkeit quasi stattfindet, sondern wo man nur noch einzelne Moleküle einfangen muss. Das sind also dann die nachfolgenden Pumpen. Aber dieses hier ist wirklich noch das, was man auch so im Anschauungsbild als Pumpe sich vorstellt. Man pumpt halt gegen den Atmosphärendruck. Hier wäre der Auslass. Und das ist so ein Pumpenprinzip Drehschieberpumpe. So ein ganz klein bisschen erinnert das an Wankelmotor eines Kfz. Man hat hier einen Rotor, der ist so exzentrisch angebracht. Man hat hier solche, Rotorblätter, die an diese Kammer andrücken und man kann sich jetzt vorstellen, wenn sich das hier so rumdreht, dann vergrößert sich dieses Volumen und es wird hier Gas eingesaugt bis hierhin. Dann ist das Volumen durch diesen anderen Rotorblatt hier oben abgeschlossen, wird verkleinert und hier durch den Auslass wieder herausgebracht. Diese Pumpen in der Bauweise waren zumindest früher und sind auch heute oft noch Öl gedichtet, damit diese Rotorblätter hier vernünftig an der Wand entlang gehen. Das geht, wenn man ein Öl hat, was einen niedrigen Dampfdruck hat. Da kommen wir wieder zum ganz Beginn dieser Vorlesung. Also wenig bei Raumtemperatur, nur wenig Moleküle abgibt im Gleichgewicht, eben deutlich weniger als diese 10 hoch minus 2 Millibar, die man erreichen will. Aber man hat damit trotzdem eigentlich immer so ein bisschen Probleme. Man hat immer eine gewisse
Ölkontamination und das ist zum Teil nicht akzeptabel, zum Beispiel an fast allen Synchrotron-Strahlungsquellen, also an diesen Speicherringen, werden solche Ölpumpen nicht akzeptiert. Zum Teil, weil man immer so eine gewisse Kontamination hat, aber auch, weil wenn irgendwas schief läuft, ein Ventil falsch schließt oder sonst was, man tatsächlich auch massiv Öl in das Vakuumsystem hineinbekommen kann. Und das will man halt vermeiden, deswegen werden die da nicht so gerne gesehen. In den Laboren existieren die aber noch relativ häufig aus dem Grunde, weil die sehr problemlos über Jahrzehnte laufen und man nur ab und zu mal das Öl wechseln muss, wenn man keine schmutzigen Vakuumbedingungen hat, eigentlich sogar gar nicht so häufig und hat praktisch einen sehr guten Dauerläufer. Aber es gibt auch andere Pumpen, zum Beispiel Membranpumpen, wo dann eine feste Membran diese Pumpaufgabe übernimmt. Die haben wieder den Nachteil, dass diese Membranen nach einer endlichen Zeit kaputt gehen und insofern dann regelmäßig ausgetauscht werden müssen. Also das ist sozusagen das, was man sich regulär unter einer Pumpe vorstellt. Im einfachsten Fall wäre auch eine Luftpumpe am Fahrrad sowas, aber natürlich ist das hier schon etwas verfeinertes Modell. Gut, dann wird mit dieser Vorpumpe, jetzt werden diese Ultrahochvakuumpumpen überhaupt erst in Betrieb gebracht. Zum Beispiel diese Turbomolekularpumpe, die Gasmoleküle aus der Vakuumkammer zu dieser Vorpumpe hin bewegt. Und wie ist das Funktionsprinzip bei dieser Turbomolekularpumpe? Nun, man liest schon im Namen so ein bisschen Molekularpumpe. Sie arbeitet also im Bereich der Molekularströmung, also eben deutlich unter 10 hoch minus 2 Millibar. Die Gasmoleküle fliegen einzeln durch diese Pumpe hindurch. Und man hat so einen Satz hier von Pumpenschaufeln. Die sehen so ein bisschen aus wie so eine Flugzeugturbine, dazwischen sind noch andere Schaufeln, die feststehen. Und manchmal sieht man so ein vereinfachtes Funktionsprinzip, was dann sagt, gut, ich habe meine Teilchen im Gas mit dieser mittleren Geschwindigkeit. Hier ist jetzt auch mal wieder die mittlere Geschwindigkeit aufgetragen, die auf diese Wand oder auf diese Pumpenschaufel auftreffen. Und ich addiere dann quasi die Geschwindigkeit dieser Wand und kann den Teilchen damit so eine gewisse Vorzugsrichtung geben. Was lässt sich dazu sagen? Einmal lässt sich dazu sagen, dass ich damit natürlich schon so grob weiß, welche Größenordnung der Geschwindigkeit diese Schaufeln haben müssen. Und da liegt dieses Turbo so ein bisschen drin. Wir müssen halt ziemlich schnell sein, weil die Gasmoleküle sind halt grob, kann man sich merken, immer mit Schallgeschwindigkeit unterwegs. Das ist halt auch die Geschwindigkeit, mit der sich eine Druckschwankung in so einem realistischen Gas ausbreiten kann, weil ich ja da die Druckschwankung durch Gasstoß nach Gasstoß transportiere. Und dann geht das natürlich nur mit dieser mittleren Molekülgeschwindigkeit dort im Gas vonstatten. Also alles jetzt nur größenordnungsmäßig. Das heißt, man hat hier so einige hundert Meter pro Sekunde als Geschwindigkeit, damit man eine relevante Änderung dieser Molekülgeschwindigkeit hat. Nun muss man aber sagen, dieses Funktionsprinzip ist stark vereinfacht oder eigentlich sogar falsch in dem Sinne, weil die Moleküle treffen nicht auf die Oberfläche und werden spiegelnd reflektiert und kriegen dann hier so eine zusätzliche Geschwindigkeitskomponente, sondern realistisch findet, ob jetzt an der Turbomolekularpumpenschaufel oder an der Kammerwand der UHV-Kammer, immer eine Adsorption statt. Also die Gasmoleküle haften quasi kurz auf der Oberfläche und desorbieren anschließend wieder, also gehen wieder von der Oberfläche weg. Das ist quasi auch wieder an den Beginn der Vorlesung gedacht, so jetzt nicht mit dem Probenmaterial selber, sondern mit so einem Adsorbatgas, dieses Wechselspiel zwischen Sättigungsdampfdruck und auf die Moleküle auftreffenden, auf die Oberfläche auftreffenden Moleküle. Also hier ist nicht der Sättigungsdampfdruck, sondern der Gasdruck über der Oberfläche. Eben die Moleküle treffen auf die Oberfläche, haften aber im Allgemeinen und
desorbieren dann wieder ungerichtet. Es gibt nur ganz seltene Fälle, wo man tatsächlich so eine Art spiegelnden Stoß auf der Oberfläche sieht. Im Allgemeinen geht die Information über die Richtung verloren. Trotzdem führt die Bewegung der Sektorblätter mit eben so typischerweise 200 Meter pro Sekunde. Das ist vielleicht das, was man so typischerweise in so einer Pumpe technisch realisieren kann. Bei ungefähr 500 Meter pro Sekunde der Gasteilchen zu einem Druckgefälle. Und das ist hier mal mit diesen zwei Bildern gezeigt, indem man nämlich einmal hier in das Laborsystem eigentlich geht. Und hier sind also jetzt die Sektorblätter, die stationär sind. Das sind also diese Blätter, die hier zwischen diesen drehenden Blättern sind. Und wenn ich jetzt in diesem Laborsystem mich befinde, also bei diesen stillstehenden, relativ zu diesen stillstehenden Sektorblättern, dann, Moment, ich muss kurz, ach, nicht, gut, alles klar. Dann ist es so, dass ich auf beiden Seiten den gleichen Druck habe, was hier angedeutet ist durch die gleiche Anzahl von Pfeilen, in die die Moleküle fliegen, in jede beliebige Richtung. Und ich habe hier gleich große Flüsse von Seite B nach Seite A und von Seite A nach Seite B. Also wenn das hier still steht gegenüber dem Laborsystem und gegenüber dem Gas im Laborsystem, dann ist der Fluss hier einfach gleich groß, findet keine Pumpwirkung statt. Wenn ich mir jetzt diese bewegten Sektorblätter anschaue, die sich halt hier mit 200 Meter pro Sekunde bewegen und mich in dieses System setze und von da aus mir die Geschwindigkeitsverteilung der Moleküle anschaue, dann ist diese Geschwindigkeitsverteilung ebenso verzerrt. Ich habe hier entsprechend in dieser Richtung eine kleinere Geschwindigkeit relativ zu den Sektorblättern als in dieser Richtung. Da habe ich eine größere Geschwindigkeit. Und dann bekomme ich ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Flüssen von der Seite A nach Seite B und von der Seite B nach Seite A, wenn der Druck auf der Seite B deutlich größer ist als auf der Seite A. Das heißt, ich bekomme dann eben einen Druckgradienten zwischen diesen beiden Seiten dieses bewegten Sektorblatts hier. Und jetzt ist das heißt, ich habe hier einen gewissen Faktor im Druck zwischen dieser einen und der anderen Seite. Und in der Pumpe ist jetzt nicht nur eine solche Stufe drin, sondern praktisch sind hier eben gestaffelt. Das heißt, ich multipliziere solche Faktoren und damit kann ich dann insgesamt halt einen Drucksprung um etliche Größenordnungen erreichen. Also ich komme da eben von so einem Vorvakuumdruck von 10 hoch minus 2 Millibar durchaus auf so einen Ultrahochvakuumdruck von 10 hoch minus 10 Millibar. Und das ist also eben die Wirkung der Turbomolekularpumpe. Und wichtig ist, ich muss dazu einen Vordruck haben in diesem 10 hoch minus 2 Millibar Bereich, denn zwischen diesen Sektorblättern dürfen natürlich keine Stöße mehr stattfinden. Und die Faustformel sagt ja, 10 hoch minus 2 Millibar, das sind jetzt ungefähr 10 cm. Diese Sektorblätter sind also so weit auseinander, dass da keine Stöße mehr stattfinden. Und zur Kammer hin wird der Druck ja dann nur noch niedriger. Gut, das war jetzt diese eine Pumpe für das Ultrahochvakuum, die wirklich nach außen hin pumpt. Ich zeige Ihnen jetzt noch eine andere Pumpe, die ist auch recht wichtig, weil sie auch ein Ultrahochvakuum erzeugen kann und weil sie tatsächlich auch ohne Vibrationen und sehr dauerhaft pumpen kann. Das sind die verschiedenen Pumpentypen der sogenannten Getterpumpen. Hier jetzt speziell mal eine Ionengetterpumpe.
Ganz allgemein Getterpumpen, ich gehe vielleicht zunächst mal auf zwei einfachere Fälle ein, sind Pumpen, die die Gasmoleküle nicht nach außen transportieren, sondern in der Kammer, wenn man so will, vergraben. Und eine Variante sind Kryopumpen, einfach kalte Oberflächen, zum Beispiel mit Helium gekühlte Oberflächen, auf denen die Gasmoleküle dann haften. Die sind dann quasi auch nicht mehr in der Kammer, sondern an der Oberfläche gebunden. Natürlich hat das so ein bisschen den Nachteil, dass diese Fläche permanent kalt bleiben muss. Nur so lange sind die Moleküle gebunden und ich muss dann irgendwie immer einen regelmäßigen Auftaurhythmus machen, wo zwischendurch ich dann die Gasmoleküle wieder desorbieren lasse und mit anderen Pumpen, zum Beispiel so einer Turbomolekularpumpe, aus der Kammer herausbringe. Eine andere Möglichkeit ist, ich bringe ein sehr reaktives Metall, zum Beispiel Titan ist da das meist benutzte, auf die Kammerwände auf. Und die Gasmoleküle in der Kammer reagieren dann mit diesem Titan und werden dadurch gebunden. Das Titan hat den Vorteil, es hat einen endlichen Dampfdruck, wenn es noch fest ist. Ich muss also nicht flüssiges Titan in meiner Kammer haben, sondern kann Stäbe aus Titan einfach aufheizen und dann bewegen sich schon genügend viele Moleküle vom Titan weg hin zu meiner Vakuumkammerwand, schlagen sich da nieder und können dann da Gasmoleküle binden. Das geht auch. Natürlich muss ich diesen Titanstab, der da verdampft, regelmäßig dann ersetzen. Die Ionengetterpumpe ist jetzt noch ein bisschen, wenn man so will, noch ein bisschen ausgeklügelter, arbeitet im Prinzip auch mit Titan als Gettermaterial, so wie die Titansublimationspumpe. Nur bringe ich das Titan nicht durch Heizen in die Gasphase, sondern durch einen Spatterprozess. Und dazu nutze ich die Tatsache, dass ich die Gasmoleküle in der Kammer ionisieren kann. Und zwar hier in einer sogenannten Kaltkathodenionisation. Also ich habe Elektronen, die bringe ich nicht hinein über ein geheiztes Filament. Das sehen wir später beim Druckmessgerät, wie sowas benutzt wird. Sondern ich habe jetzt im ersten Schritt mal ein paar Elektronen, die irgendwie vorhanden sind. Zum Beispiel auch vielleicht einfach durch kosmische Strahlung oder durch sonst einen Prozess. Und lege dann einfach ein großes elektrisches Feld an, in dem die Elektronen beschleunigt werden. Und die Elektronen bewegen sich dann aber nicht auf geraden Bahnen, sondern auf solchen gekrümmten Bahnen, weil ich auch zusätzlich noch ein Magnetfeld hier anlege. Dann bewegen sich die Elektronen auf solchen Spiralbahnen und haben viel Gelegenheit, mit Gasmolekülen in der Vakuumkammer und damit auch in der Pumpe zu stoßen. Und dabei ionisieren sie dann diese Gasmoleküle. Das heißt, ich habe dann positive Ionen der Gasmoleküle und ich habe auch neue Elektronen. Ich halte den Prozess also so ein bisschen aufrecht dadurch. Und die Elektronen fliegen auf diesen Spiralbahnen. Die Gasmoleküle sind aber schwerer und werden im Magnetfeld nicht stark abgelenkt, sondern fliegen dann hier zu diesen Titanstäben, die dann hier auf negativer Spannung gegenüber diesen Anoden liegen und schlagen aus diesen Titanstäben dann in einem Spatterprozess durch das Auftreffen dieser auch beschleunigten Gasmoleküle aus der Kammer, werden dort Titanatome abgeschlagen und schlagen sich hier auf der Kathode ab als Film und können dann auch diese Gasmoleküle wiederum binden. Das heißt, ich habe eigentlich dasselbe wie bei dieser Titansublimationspumpe. Ich habe nur den Vorteil, ich muss nicht irgendeinen Titan heizen, sondern
bekomme meine Titanatome hier über diesen Sputterprozess und habe auch noch zusätzlich so eine gewisse Selbstregulation. Wenn ich einen kleinen Druck habe, dann wird auch nur wenig Titan hier abgespattert und schlägt sich nieder. Das heißt, dann werden meine Titanstäbe nur sehr langsam verbraucht und halten tatsächlich dann x Jahre. Und wenn ich aber einen höheren Druck habe, dann bekomme ich automatisch mehr Titanatome hier, weil mehr Gasmoleküle ionisiert werden. Und damit ist dann auch die Pumpwirkung eben genau angepasst größer bei einem höheren Druck. Und schön ist bei dieser Einheit auch, ich habe einfach ein statisches Gebilde. Da liegt eine Hochspannung an, da ist außen mit einem Dauermagneten ein Magnetfeld dran und diese Pumpe arbeitet dauerhaft ohne Vibration und erzeugt oder hält so mein Vakuum. Ich kann sie nicht verwenden, um die Kammer anzupumpen, weil den Anfangsdruck bekomme ich damit nicht heraus. Dazu brauche ich halt gerade die Vorpumpe in Zusammenarbeit auch mit der Turbomolekularpumpe, aber später im Betrieb, wenn ich auch zum Beispiel vibrationsfrei sein will, dann ist diese Pumpe sehr nützlich. Und wie die Turbomolekularpumpe kann sie aber nur in einem Druckbereich unterhalb von etwa 10 hoch minus 3, 10 hoch minus 4 Millibar auf Dauer betrieben werden. Hier liegt das daran, dass ich einerseits wieder diese mittleren freien Weglängen brauche, auch um die Ionen hier zum Beispiel überhaupt vernünftig beschleunigen zu können. Aber bei höheren Drücken hätte ich hier auch einen viel zu hohen Titanverbrauch und würde bei deutlich höheren Drücken auch hier elektrische Überschläge bekommen, würde also dann wirklich so eine Bogenentladung bekommen. Das heißt, diese Pumpen schalten sich dann auch bei einem gewissen Druck selbstständig aus, sobald der Strom zu groß wird, um einfach keinen Schaden zu nehmen. Gut, damit habe ich Ihnen ein wenig erzählt über diese Pumpen an der Vakuumkammer. Nun komme ich noch zur letzten Komponente und die schließe ich heute noch an zum Erzeugen von Vakuum, bevor ich dann beim nächsten Mal, denke ich, auf die Druckmessung eingehen werde. Und das ist die Tatsache, welche Eigenschaften müssen noch meine Pumpen hier in Bezug auf Pumpquerschnitte besitzen und auch, warum muss ich meine Vakuumkammer ausheizen. Diese beiden Punkte will ich jetzt noch kurz beschreiben. Also um Ultrahochvakuum zu erreichen, brauche ich ein hohes Saugvermögen, muss also viel Volumen pro Zeiteinheit aus meiner Kammer herausbekommen und das kommt dann danach, ich muss die Kammer noch nachher ausheizen. Nun zunächst zu dem Punkt A. Das Saugvermögen so einer Pumpe ist begrenzt durch den Pumpquerschnitt, durch die Fläche A, mit der durch die das Gas hindurch gepumpt wird. Und auch dort kann man jetzt die Eigenschaften des idealen Gases, die wir zu Beginn besprochen haben, verwenden. Das maximale Saugvermögen, das, was ich überhaupt erreichen kann, welches Volumen kann ich pro Zeiteinheit durch einen Querschnitt der Fläche A hindurch bekommen, ist diese Fläche multipliziert mit der mittleren Geschwindigkeit, also mit wiederum ein Viertel mal der mittleren Geschwindigkeit. Das heißt, der Anzahl der Moleküle, die pro Zeiteinheit auf diesen Pumpquerschnitt auftreffen. Da liegt quasi auch dieses Bild der Molekularströmung zugrunde. Ich habe halt meine Moleküle, die auf die Oberfläche treffen und die treffen dort mit der Geschwindigkeit ein Viertel mittlere Geschwindigkeit der Gasmoleküle auf, also mit dieser Rate. Und ich muss eben damit, dann definiere ich mir quasi mein Volumen, was ich überhaupt aus der Kammer herausbekomme. Für Luft bei Raumtemperatur, diesen Wert hatten wir grob schon vorhin mal eingesetzt, kommt man hier auf diese grob 500 Meter pro Sekunde. Und damit kommt man auf ein maximales Saugvermögen von, ja, ich gebe es hier gleich mal in Quadratzentimetern an, 11,6 Liter pro Sekunde pro Quadratzentimeter mal dieser Fläche eben in Quadratzentimeter. Und das ist dann das Saugvermögen solcher Pumpen. So gibt man das im Allgemeinen an, Liter pro Sekunde.
Und eine typische größere Pumpe im Ultrahochvakuum hat zum Beispiel ein Saugvermögen von 500 Liter pro Sekunde. Und wenn man das hier mal einsetzt, braucht man dann also mindestens eine Fläche, die deutlich größer sein muss als 7,5 Zentimeter. Also im Allgemeinen ist es noch mal größer, also vielleicht 15 oder 20 Zentimeter im Durchmesser. Und da können Sie auch, ja, zum einen kann man sagen, wenn Ihnen irgendeine Vakuumfirma mal eine Pumpe verkaufen wollte, die ein gewisses Saugvermögen hat und aber eine Querschnittsfläche im Ansaugflansch, der deutlich kleiner ist als dieser Wert, der sich so ergibt oder der überhaupt kleiner ist als dieser Wert, dann wissen Sie, das kann nicht stimmen. Und das macht, solche Pumpen gibt es natürlich nicht, weil das ja auch keinen Sinn macht. Aber Sie können sich ganz leicht bei dem Aufstellen einer Vakuumkammer so selber das Saugvermögen kaputt machen. Denn wenn Sie eine schöne, teure Pumpe kaufen mit großem Saugvermögen und die über einen kleinen Rohrquerschnitt an Ihre Kammer anschließen, und das wird noch schlimmer, wenn das ein längeres Rohr ist, weil dann die Gasmoleküle noch mehrfach mit den Rohrwänden stoßen müssen, immer adsorbieren und wieder desorbieren, dann verringern sie eben das Saugvermögen dieser teuren Pumpe zu möglicherweise viel kleineren Werten, wo sie also mit einer viel kleineren Pumpe denselben Effekt erreicht hätten. Das heißt, wichtig ist, man muss beim Pumpen immer auch die Querschnitte beachten. Die müssen dazu passen, was man auch tatsächlich an Saugvermögen der Pumpe zur Verfügung hat. Nun, damit zugrunde oder damit verbunden ist auch dann die Tatsache, dass ich eine Vakuumkammer ausheizen muss. Denn hier kann ich mir einmal anschauen, wie sieht der Druck aus, den ich denn ja, minimal erreichen kann in meiner Kammer. Dazu muss ich mir anschauen, wie viel Moleküle kommen von einer Metalloberfläche. Im Allgemeinen hat man heute UHV-Kammern aus Metall. Wie viel Moleküle verlassen die Oberfläche meiner Kammerwand pro Sekunde und Flächeneinheit? Das ist dann die Entgasungsstromdichte. Und da schaut man sich mal an, wie groß ist das, nachdem diese Kammerwand eine Stunde gepumpt wurde. Also sie war zuerst belüftet und wird dann eine Stunde gepumpt. Und dann kommen aber immer noch Moleküle aus dieser Oberfläche heraus. Das sind zum einen Moleküle, die an der Oberfläche adsorbiert sind. Das ist vorzugsweise Wasser als Luftfeuchtigkeit, aber auch andere Moleküle aus dem Laborgas, aus dem Umgebungsluft. Und es ist aber auch Gas, was noch im Metall gebunden ist, entweder in kleinen Hohlräumen, Poren oder auch in das Metallgitter, in solche Defektstellen hinein diffundiert ist. Also es kommt immer noch Gas aus der Oberfläche heraus. Und diese Angabe würde man natürlich normalerweise hinschreiben als ja, Anzahl von Atomen pro Quadratmeter pro Sekunde. Aber man verwendet auch wiederum in der Vakuumtechnik da ganz gern die Einheit Millibar Liter, ja, Millibar Liter für die Anzahl der Moleküle. Denn das folgt auch wieder aus dem idealen Gas. Da habe ich ja eine Gasdichte N, die ist, da gehe ich nochmal zurück hier. War das beim idealen Gas? Hier. NKT ist der Druck. Also N ist im Wesentlichen proportional zum Druck. Die Gasdichte ist proportional zum Druck bei einer vorgegebenen Temperatur. Und das heißt halt, Druck mal Volumen ist grob die Anzahl von Gasmolekülen. Und also dieses Millibar Liter ist eine Einheit auch für die Anzahl von Gasmolekülen, die hier pro Sekunde
von einem Quadratmeter der Oberfläche ausgehen. Und das sind hier 1,3 mal 10 hoch minus 4 Millibar Liter pro Sekunde pro Quadratmeter. Das ist passend, weil man das dann verrechnen kann mit dem Druck und mit dem Saugvermögen. Wenn ich jetzt annehme, dass ein Zehntel meiner Kammerwand der Pumpanschluss ist, das ist so eine sinnvolle Größe, ich kann ja nicht die ganze Kammerwand als Pumpquerschnitt gestalten. Es gibt so einen Extremfall, das ist eine völlig auf Heliumtemperatur abgekühlte Kammer. Da werde ich vielleicht später nochmal drauf eingehen. Die befindet sich nämlich im Grunde genommen bei unserem Tieftemperatur-STM, haben wir so eine ideale Vakuumkammer, wenn man so will. Aber im Normalfall habe ich halt nur einen Teil der Kammerwand, eventuell ein Zehntel als Pumpquerschnitt. Die gesamte Wandfläche hier AB, AP als Fläche des Pumpanschlusses. Und dann kann ich verrechnen, ich kriege in meine Kammer hinein diese Entgasungsstromdichte mal die Fläche der Wand, dividiert durch die durch das maximale Saugvermögen ergibt dann den Druck. Also hier habe ich praktisch die Anzahl der Moleküle, die hineingehen, und hier die Moleküle, die herausgehen. Und jetzt kann ich für dieses S-Max, für dieses maximale Saugvermögen, halt ansetzen, ein Viertel mal mittlere Geschwindigkeit mal Fläche dieser Kammerwand, dieses Pumpquerschnittes. Und dann die Größen hier einsetzen, das wäre diese Entgasungsstromdichte. Das ist natürlich jetzt eine technische Angabe, das ist quasi eine Materialeigenschaft zu einer typischen Metalloberfläche. Und hier hätte ich halt so einen Faktor 10 zwischen Wandfläche zu Pumpquerschnitt und hier unten die mittlere, hier unten die ich kann nicht schauen, hier unten halt mit der mittleren Geschwindigkeit dann diese Größe hier im Nenner. Und dann bekomme ich einen Druck von 10 hoch minus 8 Millibar. Das heißt, das Ergebnis heraus ergibt sich, wenn ich eine Kammer pumpe und die Wände einfach so aus dem Labor erstmal belüftet habe und dann die Kammer anpumpe, dann habe ich nach einer Stunde Pumpzeit minimal 10 hoch minus 8 Millibar. Das ist schon sehr großzügig geschätzt. Meistens ist es noch deutlich schlechter. Und ich muss diese Entgasungsstromdichte halt herunterbekommen. Nun, wie kann ich das machen? Das mache ich, indem ich die Kammer kurzzeitig oder eigentlich längere Zeit, so typischerweise 24 Stunden zum Beispiel, heize auf deutlich höher als 100 Grad Celsius, da geht man manchmal schon bis 200 Grad Celsius, und danach dann wieder abkühlen lasse. Dann tritt erstmal sehr viel mehr Gas aus den Oberflächen der Kammerwand aus, aber nach diesem Ausheizen geht dann diese Entgasungsstromdichte hier etwa um 4 Größenordnungen herunter. Und dann bekomme ich halt hier, ja, im Idealfall hätte ich jetzt hier 10 hoch minus 12 Millibar stehen. Das ist nicht realistisch, schon allein, weil auch meine Pumpe nicht so perfekt funktioniert und ich diese im Allgemeinen auch nicht komplett eben auf 200 Grad ausheizen kann. Aber ich komme dann eben sogar unter 10 hoch minus 10 Millibar, also in den Ultrahochvakuumbereich. Aber ich muss dazu eben tatsächlich meine Kammer hier ausheizen. Das mache ich zum Beispiel so, indem ich die insgesamt in quasi so eine Art Backofen setze. Oder alternativ kann ich auch Bänder, Heizbänder um die Kammer wickeln und dann so Aluminiumfolie zur Isolation da drum. Vielleicht haben Sie das schon manchmal im Labor gesehen. Wichtig dabei ist allerdings, dass die Temperatur der Kammer möglichst homogen wird, dass man keine kalten Positionen hat. Denn sonst fängt man an, sich an diesen kalten Positionen gerade wieder die Gasmoleküle ein und hat also letztendlich den Ausheizvorgang nicht erfolgreich durchgeführt. Gut, bis